Ja, herzlich willkommen zur digitalen Aktionswoche vom Bundesverband. Ihr kennt mich ja schon, ich bin Katharina und ich habe heute mal den Erwin mitgebracht als kleinen Supporter. Den kennt ihr auch schon alle gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Im Moment sind die Zeiten ziemlich schwierig mit der Corona-Krise und ja, für mich war es auch nicht besonders leicht jetzt die ganze Zeit. Ihr wisst ja vielleicht, die Olympischen Spiele wurden verschoben auf dieses Jahr. Die Ziele sind noch da, es ist aber trotzdem sehr, sehr schwer, da immer bei der Stange zu bleiben. Wir müssen sehr viel trainieren, sehr hart trainieren. Ich weiß genau, wofür ich das mache, warum ich jeden Tag so hart trainiere. Und ich glaube, die Situation wird uns auch alle auf eine gewisse Art und Weise hoffentlich positiv prägen. Ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass wir alle zusammenhalten und diese schwierige Phase einfach sehr, sehr gut überstehen. Ja, Erwin, der kleine Mann, freut sich auch, euch wiederzusehen. Mich würde natürlich spannend oder sehr, sehr interessieren, wie es euch so geht, wie ihr mit dieser ganzen Homeschooling-Sache zurechtkommt, was euer Herz macht, ob euch die Situation auch irgendwie zu schaffen macht und vielleicht auch sogar irgendwie aufs Herz geht. Das hoffe ich natürlich nicht. Ich wäre sehr, sehr gerne bei euch und würde euch auch alle gerne mal wiedersehen, denn es war auch so eine tolle Erfahrung, auch damals bei den Reiterferien, euch da alle kennenzulernen, mit euch tolle Gespräche zu haben. Und auch, dass man sich gegenseitig diese Narben gezeigt hat, das fand ich wirklich sehr, sehr herzbewegend. Was auch wunderschön war, als ihr mich auf der Anlage besucht habt. Ja, und egal, in welcher Situation ihr euch gerade befindet, bleibt bitte dran, seid mutig. Gebt nicht auf, versucht auch nicht den Glauben an das Gute zu verlieren, vor allem jetzt in diesen Zeiten. Ich würde mich sehr, sehr freuen, irgendwie vielleicht auch mal von euch Videobotschaften zurückbekommen und ja, vielleicht erzählt ihr mir mal ein bisschen, wie es euch geht und vielleicht können wir ja dann auch noch mal schauen, ob wir zusammen ein Zoom-Meeting organisieren können. Also fühlt euch mal ganz, ganz lieb gedrückt und habt noch einen tollen Tag.